Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Papillon to the Forest. Ein kleines Tutorial zeige ich euch hier zur Tarnrüstung. Die Knochenrüstung haben wir ja schon oft genug hergestellt. Hier habe ich mal jetzt so drei Dinger zum Ablegen gebaut. Für die Knochenrüstung braucht ihr sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Knochen und 3 Lappen und schon habt ihr hier die Knochenrüstung. Wie ihr hier seht, so sieht eine komplette Knochenrüstung aus, die man sich anziehen kann. Hier neben habe ich mal so ein Holzbuddy gebaut mit einer Mutantenrüstung an. Das ist unsere Mutantenrüstung. Da hatten wir sage und schreibe 4 Stück. Sehr schön hier mit den Glubschaugen sogar, wie man sich die umwickelt. Ja, und jetzt wollen wir mal mit der Echsenhaut die Tarnrüstung bauen. Dazu braucht man sage und schreibe eine Echsenhaut und 15 Blätter. Hier, Camouflagefarben. Seid ihr getarnt mit Holla die Waldfee. Die kann man sich zur Jagd gut anziehen. Und dann wird man auch von den Kannibalen nicht so gut erkannt. Ja, wir machen mal hier komplett aus unserer Echsenhaut Tarnrüstung. Echsenhaut kriegt ihr, wenn ihr Krokodile tötet oder hier diese Eidechsen, die in The Forest rumlaufen. Da ist uns unsere Kopfbombe dazwischen geraten. Und die Blätter bekommt ihr, wenn ihr irgendwelche Büsche umschlagt. Hier aus dem dicken Stock bauen wir auch gleich wieder eine Fackel. So, haben wir alles in eine Echsenhaut investiert. Und hier hängt unsere gute Tarnrüstung jetzt. So kann man sich die dann wieder abnehmen. Und dann hat man hier die Tarnrüstung im Inventar. Aber wir wollen sie ja nicht mitnehmen, also können wir sie wieder drauf tun. Einen Knochenhelm dazu. Sieht schöner aus. Können wir auch schon mal einen Knochenhelm dazu packen. Ja, Tarnrüstung, Knochenrüstung, Mutantenrüstung. Das sind unsere Rüstungen. Das sind jetzt hier auch meine Gesprächspartner, deswegen habe ich mir die gebaut, damit ich nicht ganz so einsam bin. Und mit einem Blick auf unsere drei Gesprächspartner verabschiede ich mich für dieses kleine Tutorial. Und sage herzlichen Dank, dass ihr zugesehen habt bei The Forest mit eurem Papillon. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.